Kinder bewundern dich. Das ist gut. Demonstrieren ist nicht nur verfassungsmäßiges Recht in New York, sondern Bürgerpflicht. Vor allem, wenn ein multinationales Unternehmen unabsichtlich eine Biowaffe auf die Stadt losgelassen hat. Jagdhunde! Das sehe ich mir mal an! Das ist gut. Hey! Ich dachte, ich muss lernen, Spider-Man. Wir haben die gleichen Augen. Oh, ich bin noch nicht fertig. Ich hoffe, der andere Spider-Man weiß dich zu schätzen. Auf jeden Fall. Er ist echt cool. Das wird gehen. Bei all den furchtbaren Dingen, die in dieser Stadt passieren, sorge ich mich, dass die Leute ihr Zuhause nicht mehr verlassen wollen. Ihr Leben aufgeben. Aber heute nicht. Nur hier wird die Stadt so ruhig. Wow! Neuer Tag, neuer Trubel. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ich will nicht mehr die Haufen fliegen. Das überlasse ich dem anderen Spider-Man. Danke, Miles. Zeit zu forschen. Peter, danke für Ihre Hilfe bei unseren Tests zum maschinellen Lernen. Ähnlich wie damals bei der Emily May Stiftung lernen unsere Drohnen, was sie draußen tun sollen. Sobald sie bereit sind, fährt die Aufnahme fort. Die Stiftung wurde zerstört, aber zum Glück können die Wissenschaftler im Homeoffice arbeiten. Okay, dann mal los jetzt. Der Test besteht aus zwei Teilen. Erst müssen Sie der Drohne beibringen, was sie anvisieren soll, um die Bienen zu schützen. Schön. Trainieren wir ein paar Bienendrohnen. Oh, und zwar möglichst, bevor der Akku der Drohne leer ist. Sorry, wir arbeiten an der Akkulaufzeit. Verstanden. Also los. Nein, danke, bienenfressende Wespen. Bienenwölfe? Verschwindet! Der Satz ist komplett. Jetzt bringen Sie der Drohne bei, optimale Nistplätze zu identifizieren und zu markieren. Bienenimmobilie? Dann mal los.
Achten Sie auf die Flaggen. Sie markieren ideale Orte. Auf geht's! Ich bin wie ein Bienenimmobilienmakler. Ein Immobilienmakler. Bingo! Der Datensatz ist komplett. Die Drohne fliegt nun zurück und lädt die Daten hoch. Danke, Peter. Das dürfte gutes Material für die KI sein. Hoffentlich findet Dr. Young das auch. Aus dieser Basis waren korrekt. Das ist ein Jägeransitz. Ob vielleicht noch eine Basis in der Nähe ist. Und wie hat Craven dich eigentlich gefunden? Gar nicht. Ich bin auf die Überreste einer seiner Jagden in Sibirien gestoßen. Die war sehr lieb. Ich dachte, wer immer das war, eine Menge Spaß. Und ich wollte mitmachen. Natürlich musste ich mich erst beweisen. Wo war das? Aber hier kannst du nicht bleiben. Jetzt wird geschnüffelt. Ich hoffe, ihr habt euren Verlauf gelöscht, Jungs. Okay, Drohne. Was weißt du, was ich nicht weiß? Eine Karte der Basis. Ich sehe mich mal um. Mal sehen, was mich dort erwartet. Wenn ich das Relais der Basis deaktiviere, können die Jäger dort keine Verstärkung rufen. Du warst wohl in zwei anderen Ansätzen. Wenn ich die restlichen Ansätze erkunde, finde ich vielleicht eine Basis.
Kriegstraum! Eine unsichtbare Deckenburg! Informationen zu suchen. Was hat dieses Vögelchen für mich? Mal sehen, was noch in dieser Basis läuft. Vorratsraum voller Waffen. Wäre doch schade, wenn dir ein Spider-Man einnetzen würde. Zwei Ansätze weniger. Ob der nächste den Basisstandort für mich hat? Ja, mehr gestohlenes Zeug. Eure Verbrechen war eure Kleidung. Wir sind schon im Panikmodus. Verstärkung! Sind nicht schon genug von euch hier?
Vergesst es uns! Sehen, was die da aushängen. Zeig, was du verbirgst. Eine Karte der Upper West Side. Was können die sich da denn leisten? Eine Basis im verlassenen Hotel? Ich mach dann mal den Zimmerservice. Es wird Zeit fürs Hotel. Ich muss nicht online reservieren, oder? Ansätzen nach dient ihnen diese Basis als Waffenlager. Nicht mehr lange. Ich sehe die Spinne! Runter mit ihm! Gesichter.
dich, Spinne! Da oben, Jäger! Einer weniger. Jetzt noch zwei. Schön. Jetzt erledige den letzten. Jetzt müssen wir nur noch die übrigen Jäger erledigen. Augen aufs Ziel!
Meldet euch bei mir! Der Basisdaten von den Ansätzen ist hier noch ein anderer Raum. Vielleicht finden wir weitere Infos zu den Jägern. Jackpot. Okay. Eine verschlüsselte Datei. Sascha. Lass ab von dieser Obsession. Komm zurück zu mir, solange uns noch Zeit bleibt. Unsere Zeit ist vorbei, Geliebte. Und deine Kinder? Sie werden andere bluten lassen, um unser Imperium zu übernehmen. Die Jungen müssen sich ihren Platz erstreiten, wie alle anderen. Sie werden mich als Hindernis ansehen. Dann musst du zuerst zuschlagen. Cravens Familie? Die hören sich cool an. Könnte irgendwann Ärger geben. Dann sollten wir alle Basen räumen, falls sie in die Stadt kommen. Jäger scheinen Nachschub zu holen. Mag Zufall sein, du siehst aus wie ein Freund von mir. Muss die Vermassenarbeit wirklich sein? Es ist notwendig. Als ganz genau. Braucht ihr Hilfe beim Packen? Das kann ich super! Bringen wir diese Kisten da doch direkt in den Müll, wo sie hingehören! Kann die Hupe auch so ein lustiges Geräusch machen? Ziel ist...
Waren das alle? Wunderbar. Hey, Pete. Ja. Das übernehmen die Morales. Also war die Telefonnummer auf dem beschlagnahmten Truck eine von vor 1970. Harlem 7-4321. Hatte der entkommene Truck die gleiche? Ja. Aber ich kann dir nicht ganz folgen. Vor den 70ern hatten Trucks keine Katalysatoren und waren schreckliche Dreckschleudern. Mein Büro hat eine Initiative gegen sie gestartet. Deshalb gibt es nur noch sehr wenige alte Trucks in der Gegend. Wenn wir sie nur irgendwie aufspüren könnten. Ich habe eine Idee. Gute Arbeit, Ma. Wir sind wieder im Geschäft. Wenn Ma mit diesen Lastern recht hat, haben sie vielleicht eine Spur hinterlassen. Hey Miles, ich habe gehört, im Museum ist eine Gala mit zahlreichen Stars. Wenn ich die fehlenden Stücke finde. Ja! Ich war noch nie bei einer Gala. Willst du hingehen? Ich dachte, du fragst nie. Was soll ich anziehen? Ein schwarz, schlichter Glam? Bro, ich muss mich konzentrieren. Klar, viel Glück. Dass jemand sowas tut. Ich habe mich so auf die Ausstellung gefreut, auf das Museum. Ich stecke hier in einer misslichen Lage. Ich meine, Sie wissen, wie sehr mir der Schutz der Geschichte dieser Gemeinschaft am Herzen liegt. Ich weiß, und deshalb hoffe ich, dass Sie uns trotzdem weiter unterstützen. Okay, mal sehen, ob die Laster etwas hinterlassen haben. Spider-Man ist hier. Spider-Man, gibt's Neuigkeiten? Ich verfolge ein paar neue Spuren. Ich gebe Bescheid. Ich habe noch zu tun. Aber Sie wissen, was ich denke? Für mich geht es darum, die Geschichte zu bewahren. Um jeden Preis. Das sieht aus, als wäre es von einem prähistorischen Gangsterlaster. Ich rieche den Schwefel. Definitiv von einem alten Motor. Vielleicht kann ich es weiter isolieren. Um die Substanz zu identifizieren, muss ich die Verunreinigung beseitigen. Hey, Spider-Man. Wir wissen, dass du hilfst. Nur zu. Danke.
Ich hab's. Aromatischer Kohlenwasserstoff. Das wäre nie durch einen Katalysator gelangt. Hey Ma, du hattest recht. Der Laster war alt und hat einen einzigartigen Schadstoff hinterlassen. Fantastico. Kannst du ihn aufspüren? Bin schon dabei. Ich habe plötzlich Hoffnung, dass wir tatsächlich alles finden, die Gala veranstalten und das Museum retten können. Wow. Eins nach dem anderen. Okay, ich weiß. Also, pass auf dich auf und sag Bescheid, was du findest. Sorry, hab sie nicht gehört. Jedenfalls, wir haben geliefert, was wir hatten. Der Rest ist vom LKW gefallen. Dann findet es verdammt nochmal! Ich verstehe, Sir. Wir suchen weiter nach dem letzten Objekt. Er bescheißt uns. Ich hab's doch gesagt. Nein. Hä? Er wird bezahlen, wenn wir das Saxophon liefern. Ja, ich werde ihm das Saxophon liefern. Ich glaube, du weißt wo. Beruhig dich schon, Idiot. Der Typ hat Kohle. Wir müssen ihn nur glücklich machen. Mir reicht's. Ich Habt ihr echt gedacht, ihr werdet nicht losgeworden? Wie zum Teufel hat die Spinne uns gefunden? Das gibt mir hübsche Namen. Noch mehr Freunde? Dann mal los! Los, Leute, holt euch den Spider-Man! Ich hab ein... Okay, das waren alle. Öffnen wir den Laster und holen uns die restlichen Museumsstücke. Leer? Sie müssen die Ladung bereits ihrem Boss übergeben haben. Alle Wege führen scheinbar zu diesem Typen. Klingt wie irgendein Handy. Ist also noch was, das sie noch suchen. Ich habe den zweiten Laster gefunden, aber er war leer. Oh nein. Aber eins der Stücke haben sie verloren. Charlie Parkers Saxophon. Oh, Miles, komm rüber zum CJ Walker Park. Okay, wieso? Eine unserer Praktikantinnen hat jemanden über ein Saxophon reden hören. Zuerst habe ich ihr nicht geglaubt. Sie ist eine Art Bocincera. Also wenn es das ist, das die verloren haben, scheint ihr Chef es unbedingt finden zu wollen. Das sollte er. Charlie Parker ist eine Legende. Dieses Saxophon ist unbezahlbar. Nach wem soll ich im Park suchen? Ich habe keinen Namen. Es hieß, ein Trompeter hätte davon gesprochen. Trompeter, alles klar. Danke, mi Aranita. Sag mir Bescheid, was passiert. Te quiero.